Einen wunderschönen guten Morgen aus Stavanger in Norwegen. Ja, wir haben wunderbar geschlafen. Jetzt geht's für uns erstmal zum Frühstück ins Buffet-Restaurant und danach erkunden wir mit euch auf eigene Faust die norwegische Erdölmetropole. Na dann, auf geht's und viel Spaß in Stavanger. Und angekommen vor dem Erdölmuseum von Stavanger und was es da drin zu sehen gibt, das zeigen wir euch jetzt. Tja, und falls ihr kein 10-Kronen-Stück zur Hand habt, weil ihr normalerweise mit Euro bezahlt, kleiner Tipp, auch ein 50-Cent-Stück funktioniert ganz gut. Das packt ihr einfach hier oben rein und oh Wunder, es funktioniert. Ja, und im Museum drin, das Ganze hat jetzt ungefähr 30 Euro für uns zu dritt gekostet. Ja, dann schauen wir uns mal die Ausstellung an. Und Benny, wie war die Rettungsrutsche, die du benutzt hast? Lustig! Ja, ihr Lieben, das war ja unser Besuch im Erdölmuseum hier in Stavanger und gerade wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Adresse. Hier gibt es eine große Anzahl an Experimenten, die ihr mit euren Kindern gemeinsam durchführen könnt und auch die technischen Geräte, die hier ausgestellt sind, sind absolut interessant. Ja, wie ihr seht, es hat etwas zu regnen angefangen, das heißt, wir gehen jetzt langsam wieder zurück zum Schiff, nicht allerdings ohne einen Bummel durch das wunderschöne Stavanger und dazu nehmen wir euch jetzt mit. Viel Spaß!
So, wir sind hier bei Chili Schokolade gelandet. Das ist ein kleiner Schokoladenladen, eine Schokoladenmanufaktur direkt in Stavanger. Und hier wird die Schokolade wirklich selber gemacht. Man kann auch in die Küche reingucken. Ja, und ich denke, wir werden hier etwas mitnehmen, weil es sieht wirklich ausgesprochen gut aus. Ja, wir waren jetzt gerade shoppen und wie ihr seht, wirklich schöne Pralinen da dabei. Noch nicht mal wirklich teuer, ungefähr 1,60 Euro pro Stück. Für handgemachte Pralinen ist das wirklich nicht zu viel. Ist halt eine besondere Delikatesse, die man sich nur in kleinen Mengen gönnt und da freuen wir uns jetzt wirklich drauf. Tine, Benni, wie hat euch der Tag in Stavanger gefallen? Sehr gut, das Erdölmuseum war sehr spannend und die Schokolade sehr lecker. Ja, mir hat die Schokolade auch sehr gut geschmeckt. Wir waren in einem kleinen, ganz goldigen Schokoladengeschäft, wo es ganz viele verschiedene Pralinen und Schokoladensorten gab. Das war sehr lecker und überhaupt ist Stavanger eine kleine, sehr entzückende Stadt mit pittoresken Häusern. Ja, ihr Lieben, wir sind klatschnass zurück an Bord. Nach einem tollen Tag in Stavanger geht es für uns jetzt erstmal unter eine heiße Dusche. Dementsprechend gibt es regenbedingt heute leider keine Bilder vom Auslaufen, aber seid nicht traurig. Nachher nehmen wir euch noch aufs Gala-Dinner mit und es gibt heute Abend noch Bilder von einer großen Revival-Pool-Party. Die startet ab 22 Uhr auf dem Pooldeck und ich bin mir ziemlich sicher, da geht heute Abend wieder mächtig der Punk ab. Also bleibt dran, es ist noch einiges los heute. Ihr Lieben, und zurück vom Abendessen aus dem Bedienrestaurant. Das war heute wirklich ein ganz besonderer Abend. Heute hat sich die Crew von uns Gästen verabschiedet. Es wurde angestoßen mit Sekt und die Stimmung war wirklich ausgezeichnet. Und ebenso ausgezeichnet war auch das Abendessen an sich. Es waren wirklich viele tolle Gerichte dabei. Ja, also wirklich ein rundum gelungener Abend heute im Bedienrestaurant. Für uns geht's jetzt noch ans Pooldeck. Da ist heute Abend noch Party und euch nehmen wir natürlich wieder sehr gerne mit. Inzwischen haben wir es kurz nach Mitternacht und ihr hört es ja selber im Hintergrund, hier ist immer noch mächtig was los und ich kann mich wirklich nur wiederholen, wenn ihr auf Party steht, dann ist Costa definitiv eure Reederei. Es ist einfach unglaublich, was hier an Entertainment an Bord geboten wird. Für uns war es das jetzt aber für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo und morgen geht es für euch und für uns in Göteborg weiter. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.